Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute wird's waffelig, denn ich entwickle gerade ein neues Waffelrezept für unser Meisterei-Café. Das Schwierige daran ist, dass das Waffelrezept komplett plant-based sein muss, also ohne Ei, ohne normale Milch, was super schwierig ist und ich tüftel da jetzt schon seit ein paar Wochen rum. Und heute zeige ich euch, ob das finale Waffelrezept auch wirklich funktioniert und dem standhält. Also seid gespannt, wie die Waffeln schmecken. Ja Leute, das Schwierige ist, dass wir das Ei ersetzen, dass die Backfähigkeit passt. Hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man da die richtigen glutenfreien Mehle verwendet. Ich habe mich dafür eine Mischung aus Reis, Tapioca und Reis-Vollkornmehl entschieden. Da habe ich sehr, sehr viel rumexperimentiert, bis ich dann diese Mischung hatte. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, verschiedene Pflanzenmilch zu nehmen. Da habe ich auch verschiedene Tests gemacht. Mir hat jetzt eine Mischung aus der Fleibariste und der Soja am besten gefallen im Geschmack, weil dann nicht eins komplett dominiert. Man kann aber natürlich sicherlich auch nur die Sojamilch nehmen. Und dann kommt da noch als Geheimzutat Sojajoghurt mit rein. Ja, wie das Ganze jetzt als Teig funktioniert, schauen wir uns dann jetzt mal an. So, den Mix, den haben wir schon in der Backstube vorbereitet. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock hättet, dass ich vielleicht auch so einen glutenfreien Waffelmix dann rausbringe. Weil das wäre sicherlich auch möglich. Ist natürlich jetzt auch schon in dem Fall Backpulver mit drin. Der Zucker ist hier auch schon drin. Da ist auch ein bisschen Kokosblütenzucker mit drin. Etwas Salz, sodass das alles schon ein bisschen abgestimmt ist. Wir arbeiten ja auch in der Produktion so, dass wir uns die Mehlmischung immer vormischen. Sodass wir es dann, wenn wir den Teig machen oder jetzt hier eben, wenn ich das Waffelrezept dann mache, das dann da auch schon einfacher haben. So, dann der Sojajoghurt. Wir haben jetzt hier den Alpro-Sojajoghurt, aber das würde wahrscheinlich auch mit anderen gehen, würde ich sagen. Kommt noch ein bisschen Rapsöl mit rein und dann unsere Sojamilch und dann die Erbsenmilch von Fly und dann noch ein bisschen Vanilleextrakt. Flupp. Und dann können wir das Ganze schon in der KitchenAid kurz verrühren. So, Dennis, komm mal gerade hierher. Der Waffelteig ist schon fertig. Kurz umrühren. Der ist jetzt richtig schön vermischt. Ist halt relativ flüssig, weil ich gemerkt habe, dass das den veganen Waffeln gut tut. Weil die ersten, die waren immer super zäh. Das war eine Vollkatastrophe. Wollen wir starten, oder? Schön voll. Man sieht auch schon, der geht gut auf. Und Start. Die Waffel backt jetzt so um die 2 Minuten. Ich schaue dann gleich mal rein. Habe ich eine Gabel? Einen Teller vorbereiten. Die habe ich zu voll gemacht. Uhuhuhu. Mach doch mal ein Waffel-Emoji unten in die Kommentare, wenn du auch Waffeln so sehr liebst wie ich. So, 2 Minuten sind um. Dann schauen wir mal rein. Das sieht doch schon nach Waffel aus, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob sie sich gut löst. Ich will da jetzt nicht drauf rumschneiden. So, Waffel 1 und Waffel 2. Wir sehen auch auf der anderen Seite, das ist eine schöne goldbraune Farbe, so wie wir uns das vorstellen. Ich denke mal, wenn man die jetzt noch einfette, dann geht es noch ein bisschen leichter raus. Das kann man ja dann auch noch machen. Aber das sieht doch schon sehr gut aus. So, boah, super sieht die doch schon mal aus. Guck mal, richtig soft. Schauen wir uns die Konsistenz an. Man sieht, dass die auch schön fluffy ist. Richtig saftig. Jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt. Hat voll das geile Aroma, finde ich. Also die ist wirklich vom Aroma wirklich richtig geil, oder Dennis? Ja, auf jeden Fall. Geruch, super. Und du vermisst einfach null das Ei, finde ich. Also gar kein, man vermisst einfach nichts. Du hast ein volles Aroma, super abgerundet. Dieses leicht zähe, wie man es bei der Waffel haben will, aber auch super saftig, also nichts trocken. Mega. So Leute, wir gehen jetzt mal schnell ins Meisterei-Café und schauen, ob da irgendjemand Bock hat, vor der Kamera für euch die Waffel zu probieren. So, dann schauen wir mal, wer bist du denn? Hi, ich bin Tommy. Tommy. Ja, grüß dich. Du darfst jetzt unsere neue Waffel testen, die demnächst ins Programm kommen wird. Wow, okay, gerne. Fluffig. Fluffig? Lecker. Toll.
Ich freue mich. Ist auf jeden Fall sehr vollmundig, ne? Saftig, oder? Mhm. Genau, fluffig, saftig. Mhm. Ja, man hat auch ein bisschen was davon. Super, danke. Und bist du jetzt hier speziell wegen glutenfrei auch, oder? Also ich arbeite gleich um die Ecke und ich bin vorbeigekommen, weil ich es mir einfach mal angucken wollte, was sie so macht. Ja, das Krasse ist, dass die Waffel tatsächlich auch noch komplett ohne Ei und Milch ist. Ah, okay. Hättest du das gedacht? Nee, hätte ich das nicht gedacht. Also vermisst man auch gar nicht, oder? Nö. Gar nicht. Also ist vegan eigentlich, ja? Die ist komplett vegan. Also ich habe da auch sehr lange dran rumgetüftelt und jetzt ist die endlich so geworden. Gute Idee. Danke dir. Ja, kannst gerne noch, wenn du möchtest. Also. Ja. Danke sehr. Ja, Leute, wir sind jetzt wieder zurück in der YouTube-Küche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und auch daran, dass da so ein bisschen Kundenfeedback mal eingefangen wurde. Weil ich kann ja natürlich immer viel erzählen und deswegen ist das schon sehr, sehr spannend, wenn es dann auch jemand, der potenziell Kunde ist oder Kunde ist, dann eben probiert und euch die Meinung sagen kann. Das ist natürlich schön, dass wir hier die Möglichkeit direkt mit dem Kaffee haben. Warum machen wir die Waffel? Ja, weil die soll ins Maestrei-Kaffee ins Sortiment kommen. Wir werden da wahrscheinlich dann einen oder zweimal pro Woche so einen Waffeltag anbieten. Und starten werden wir aber an unserem großen Jubiläumsevent. Die Maestrei wird ja 10 Jahre im September. Also Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. 10 Jahre sind es dann schon bereits. Und am 16.09. machen wir dann draußen vorm Café einen extra Waffelstand, wo ihr dann die Waffeln genießen könnt. Dazu kommen dann hier noch so ein paar coole Sachen wie eine Hüpfburg für die Kiddies. Dann haben wir ein Glücksrad, was wir aufbauen werden, wo man ein paar Gewinne absahnen kann. Es gibt eine spezielle Rabattaktion. Genau, zu dem Waffelstand gibt es dann auch noch einen Pinsa-Stand. Also wir werden draußen dann Pinsa ein bisschen kleiner anbieten, sodass sie so Streetfood-mäßig sagen können, okay, ich esse erst eine kleinere Pinsa, dann noch eine Waffel hinterher. Vielleicht gibt es auch noch ein paar coole Kreationen mit der Waffel. Da müssen wir mal schauen, was man damit noch so machen kann. Ja, so könnt ihr euch so ein bisschen durchprobieren an dem Tag. Ich hoffe, dass das Wetter gut ist, dass man draußen auf der Terrasse dann einen schönen Tag haben kann. Und so könnt ihr alle so ein bisschen damit feiern, die 10 Jahre Maestrei. Dann schauen wir mal, wie die Waffel zukünftige Maestrei-Kaffee dann weiterhin angeboten wird. Das Video wurde natürlich von der Maestrei mit gesponsert. Ihr könnt mit meinem Code ROBERT10 online mit 10% Rabatt bei der Maestrei einkaufen. Das ist ja eine glutenfreie, frische Bäckerei, sodass ihr dann deutschlandweit und bis nach Österreich und Holland glutenfreie, frische Backwaren genießen könnt. Wie gesagt, alles wird auf Bestellung gebacken, dann frisch verpackt und verschickt. Zu Hause könnt ihr es dann einfrieren, auftoasten oder aufbacken. Alles dazu findet ihr unter www.maestrei.de. Wie gesagt, den Code ROBERT10 merken. Ja, und somit würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal weiter supportet. Drückt gerne auf das Video auf Gefällt mir, kommentiert fleißig für den Algorithmus, sodass der YouTube-Kanal ein bisschen weiter wachsen kann und wir da immer weitere coole Videos und Projekte anstoßen können. Somit sage ich, macht's gut und offen frische Grüße und vielleicht sehen wir uns ja am 10-jährigen Maestrei-Fest. Ciao, ciao.